Hallo und herzlich willkommen, liebe Hi-Fi und insbesondere Analog-Freunde. Mein Name ist Stefan Gellrich vom SG Akustik Hi-Fi Studio in Karlsruhe. Im Rahmen unseres Online-Shops für Plattenspieler und analoges Zubehör phono.de möchte ich Ihnen heute von Name Audio den Solstice Special Edition Plattenspieler vorstellen. Gleich nach dem Intro geht's los. Ich bin zugegebenerweise etwas aufgeregt, denn jetzt bringt Name nach so vielen Jahren seinen ersten Plattenspieler. Da habe ich sehr lange drauf gewartet und wahrscheinlich auch die Fans der Marke. Jetzt ist er da. Solstice. Wunderbares Gerät. Man sieht das schon an der Optik. Ein echter Name, fantastisch verarbeitet. Ein High-End-Plattenspieler, Komplettpaket, riemengetriebenes Laufwerk. Inklusive Netzteil extern und inklusive einem fantastischen Phono-Teil, dem herausragenden Name Aro Tonarm in seiner heutigen Evolutionsstufe und einem MC-Tonabnehmer, dem Equinox, liefert Name hier ein fantastisches Komplettpaket. Man sieht das, es ist ein Masselaufwerk, großer, schwerer Teller. Die Technik zum Laufwerk, zur Elektronik, erkläre ich gleich noch ausführlicher. Von der Optik her auf jeden Fall sehr gelungen. Diese Acryl-Frontplatten sind hinterleuchtet. Die Name-Logos, das lässt sich in drei Stufen auch noch dimmen, so dass sich das wunderbar in die Umgebung einfügt. Es handelt sich ja hier um einen Plattenspieler, der auf 500 Stück weltweit limitiert ist. Sehr schön gemacht. Es gibt eine Zubehörbox, die sehen wir hier mal im Bild mit allen Präzisionswerkzeugen drin, mit einer ausführlichen Bedienungsanleitung festgebunden, das Ganze, und einer Schallplatte, ein Sammlerstück von Name, die ja auch Schallplatten selber produzieren. Das ist zusammengefügt, wirklich eine Special Edition für den Kenner und nicht nur für den Fan von Name Audio. Name Audio wurde vor über 50 Jahren gegründet von Julian Verrecker in Salisbury in England. Das ist da, wo die Kathedrale schief steht. Das ist da, wo Stonehenge in der Nähe ist. Alles mystische Orte, die vielleicht auch mit zum Ruf von Name beigetragen haben. So wurde denn auch der Weltmarkt sukzessive erobert. Name hatte angefangen mit Verstärkern. Sehen wir hier mal im Bild die ersten Derivate. Das war klanglich was ganz Besonderes. Alles Single-Ended mit zwei Endstufentransistoren, ein links, ein rechts. Und der Klang wirklich ganz, ganz typisch mit enormer Mittenausleuchtung. Also die Marke hat schnell ihre Fans gefunden. Und so wurde das Programm mit der Zeit ausgeweitet. Auch auf Lautsprecher, auf CD-Spieler. Name wurde zum Vollsortimenter. Und 1989 brachte Julian Verrecker als großer Analog-Fan den Name Aro-Tonarm auf den Markt. Ein ungewöhnlicher Tonarm, ein Punkt gelagert, also die ganze Konstruktion lagerte wirklich nur auf einem Dorn. Und entscheidend für den Klang und die Stabilität war der Materialmix, das Rohr aus einem Pfeil, aus einem Wettbewerbspfeil und deswegen auch Aro von Aro. Eine Ikone im Tonarmbau, der wurde später wieder eingestellt und kommt jetzt hier auf dem Plattenspieler in der Konstruktion wieder zum Tragen. Name hat ja auch Netzteile, Phonoteile schon gebaut und entwickelt, vorwiegend für Plattenspieler englischer Konvenienz wie Linn, LP12 und so weiter. Und dort wurde auch der Aro zumeist installiert. Ich hatte den Aro selber auf Linn gehört, auf verschiedenen anderen Plattenspielern, auch auf Platin Verdier und anderen Masselaufwerken. Und auch ich bin großer Fan des Tonarms. Nun gibt es den Solstice als Krönung dieser Schöpfung und Reminiszenz an den Firmengründer Julian Verrecker. Man hat sich hier wirklich außerordentlich viel Mühe gegeben, alle technischen Details so zu berücksichtigen, dass das Ergebnis ein echter Name ist. Und das Gerät ist tatsächlich made in Germany. Der wird hier bei Clear Audio gebaut. Die Elektronik kommt natürlich von Name. Und so hat diese Zusammenarbeit stattgefunden und ein enormes Ergebnis zur Folge gehabt. Nämlich genau diese Konstruktion, die dann absolut custom made ist bis hin zum Tonabnehmer, den wir hier auch gleich nochmal genauer
anschauen. Kommen wir mal zur Grundkonstruktion des Laufwerks, ein echtes Masselaufwerk. Man sieht das von außen gar nicht so. Wir schauen jetzt hier mal ein bisschen rein. Die Grundsage besteht aus 47 einzelnen Holzschichten und darauf eingebettet ist der Lagerkern und auch der Antrieb. Also wenn wir den Teller hier abnehmen, den großen, schweren Aluminiumteller, dann sieht man da unter den Subteller und der sitzt auf einem Magnetlager. Das können wir hier auch mal im Detail zeigen. Der schwebt quasi über seiner Lagerbuchse und hat damit den Teller und alles komplett voneinander entkoppelt, sodass keine Resonanzen mehr übertragen werden können. Das ist das Kritischste am Plattenspieler. Laufwerk, dass Resonanzen vom Antrieb auf den Plattenteller übertragen werden, damit auf die Schallplatte und damit die Abtastung der Nadel konkret beeinflusst. Das ist hier absolut minimiert durch den Riemenantrieb, durch das Magnetlager. Das Ganze wird angesteuert über ein externes Netzteil, das NPX-TT von Name, und ist verbunden mit dem Plattenspieler über ein sogenanntes Burndy. Auch dieses Burndy hat eine lange Historie bei Name Audio, wird dort in der Fabrik per Hand gelötet, ein sehr aufwendiges Kabel mit Schraubverschluss, und damit es richtig klingt, wird es danach auch noch geschüttelt, damit das Kabel komplett seine Spannung verliert, und geht hier auf diesen 24-Volt-Motor, der völlig bürstenlos ist. Und so habe ich hier eine maximal saubere Antriebsqualität, die völlig vibrationsfrei läuft und damit auch keine Resonanzen auf den Teller mehr überträgt. Das Gerät macht 33 1/3 Umdrehungen und 45 Umdrehungen, elektronisch umschaltbar, sodass auch Singles und Maxis hier problemlos gehört werden können. Das Netzteil hat einen zweiten Anschluss für eine Stromversorgung, nämlich für das Phono-Teil. Auch das Phono-Teil ist eine spezielle Entwicklung von Name. Dem vorausgegangen waren schon andere Phono-Teile, aber im Besonderen dieses hier wurde bis an die Spitze entwickelt und partizipiert enorm von der Leistungsfähigkeit des Netzteils. Name ist immer großer Fan davon, in die signalführenden Komponenten keine Netzteile einzubauen. Diese machen Streufelder, da sind Trafos drin, die stören das winzige Signal, was da transportiert wird. Also allein daher ist ein externes Netzteil schon von enormem Vorteil. Wenn es dann noch so leistungsfähig ist, dass es in der Lage ist, dieses winzige Signal so zu schützen und durch diese Geräte und die Kabel zu übertragen, dann habe ich einen enormen Gewinn in der Erhaltung dieses kleinen Signals. So denn auch dieses Phono-Teil. Extern versorgt, mit einer aufwendigen Class-A-Schaltung versehen, für MM- und MC-Tonabnehmer, und das Ganze noch in super feinen Schritten, sehen wir hier mal auf der Rückseite, einstellbar. Ich kann sowohl den Verstärkungsfaktor einstellen, als auch die Kapazität und auch die Impedanz, gerade für MC-Tonabnehmer, so dass ich nicht nur das eingebaute Equinox hier perfekt anpassen kann, sondern auch andere Tonabnehmer montieren könnte, die ich dann hier an das Phono-Teil mit anschließe. Dann sieht man hier noch auf der Rückseite vom Phono-Teil nicht nur Cinch, Eingang und Ausgang, Eingang eben für den Plattenspieler mit einem äußerst hochwertigen Kabel, wie wir hier sehen, sondern auch ein Cinch-Ausgang, für Name fast unüblich. Name hat immer auf die DIN-Technik gesetzt. Deswegen ist es hier auch mit einem 5-Pol-DIN-Stecker ausgestattet. Und ich kann Ihnen sagen, es klingt tatsächlich besser. DIN-Norm hat eine gemeinsame Masse auf beide Kanäle und die kontaktiert ja auch zuerst. Das heißt, ich bin frei von irgendwelchen Störgeräuschen, die mir hier beim Stecken entstehen. Also klangliche Vorteile. Name hält daran fest, auch wenn es nicht so in die Menge der heute gelieferten Produkte passt. Es hat sich die Cinch-Norm durchgesetzt, obwohl sie eigentlich die schlechtere ist. Wer das möchte, kann das natürlich auch darüber anschließen. Mein Tipp ist der 5-Pol-Anschluss, gerne auch mit einem Adapterkabel, um diese gemeinsame Masse zu nutzen. Ja, dann nehmen wir die Maschine mal in Betrieb. Wunderbar ist die Staubschutzhaube über dem Teller, die hier drauf liegt. Und dann kommt auch schon die Platte. Sally Barker, mich jahrelang begleitet im Vorführbetrieb, ein echter Geheimtipp. This Rhythm is Mine. Kann jeder mal reinhören. Money's Talking. Sehr schöne Schallplatte. Sehr gut zu bedienen. Der Tonarm mit seinem Lift. Dann schalten wir den auch schon ein. Man sieht, die Hochlaufzeit ist für ein riemengetriebenes Laufwerk ganz ordentlich. Eine der schönsten Errungenschaften hier
ist tatsächlich der Tonarmlift. Den hatte der Original Aro nämlich nicht. Da musste man sich damals ein Spezialprodukt namens Aromatik zu kaufen für den LP12, was dann auch nicht besonders gut funktioniert hat. Der hier läuft wirklich absolut perfekt. Der ganze Arm ist überhaupt, wenn man sich die Details anguckt, unheimlich schön verarbeitet. Man sieht also hier hinten den Topf, in dem das Einpunktlager sitzt. Das Einpunktlager können wir uns auch mal genauer angucken. Das ist eine gesinterte Spitze aus Edelstahl, die hier in eine Lagerschale aus Rubinen eintaucht und dann also wirklich nur diesen einpunktmäßigen Kontakt da hat und alle Bewegungsgrade frei sind in alle Richtungen, sodass hier natürlich eigentlich kein echtes Lagerspiel vorhanden ist. Und das macht den Arm klanglich dann auch so überlegen. Man sieht das Gegengewicht hinten, an dem das Gewicht eingestellt wird, etwas unterhalb der Ebene von dem Lager, um den Schwerpunkt nach unten zu bringen. Das Anti-Skating ist magnetisch. Die Höhenverstellung funktioniert wirklich hervorragend. Ich kann auch den Azimut hier perfekt einstellen. Das Arm ist aus Kohlefaser. Es werden überall auch Wolframelemente verwendet, um den Arm wirklich steif, aber hochbedämpft zu gestalten. Der Tonabnehmer ist mit einer Dreipunktbefestigung hier montiert. Das ist sehr schön, gibt es bei einigen anderen Herstellern auch schon, wurde hier absolut perfekt umgesetzt. Erstmal hat er schon den richtigen Überhang für das Equinox, das passt ja also perfekt rein, lässt sich aber über das vordere Langloch auch für andere Tonabnehmer justieren. Und kommen wir dann mal zu dem Equinox, was hier mitgeliefert wird. Ein äußerst hochwertiger MC-Tonabnehmer, 0,4 mV Ausgangsspannung, ein Mikroline-Schliff, der sehr scharf ist und der Schneidsichel nachempfunden ist. Der Diamant nackt in den Bohrnadelträger geklebt. Tolle Kombination insgesamt. Das Gehäuse des Equinox ist aus dem Vollen gearbeitet und ist eigentlich auch dem Schliff eines Diamanten nachempfunden. Ist also wirklich schön gemacht. Man sieht es, es ist schwarz eloxiert an den Seiten und vorne sieht man das pure Aluminium. Also wirklich feinmechanisch sprechen wir hier von Komponenten einer äußerst hohen Güteklasse, fast schon wie im Uhrmacherbereich. Das Warten hat sich gelohnt auf den Name Solstice, den ersten Name-Plattenspieler. Er war unmittelbar meines Erachtens nach ein Volltreffer. Die Hörtests haben das ergeben. Er klingt außerordentlich vollmundig, spielt extrem sauber im Takt und löst perfekt auf. Und diese Kombination aus Substanz im Ton, einer unglaublich schönen Ausleuchtung in den Mitten und durch den Tonarm, eine unfassbare Präsenz und Transparenz in der Wiedergabe. Man hört nichts mehr vom Lautsprecher. Das ist ein ganz interessanter Aspekt und dieser erzeugte auch unmittelbar eine Gänsehaut. Und das ist das, was eigentlich den Name-Klang ausmacht. Also ein echter Volltreffer dazu, designmäßig jetzt schon eine Ikone. Und ich glaube, dass sich jeder glücklich schätzen kann, der sich zu der kleinen Gemeinde der Solstice-Besitzer zählen kann. Ja, liebe HiFi und Analogfreunde, das war's auch schon für heute mit dem Name Solstice-Plattenspieler. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Mehr Informationen zu dem Produkt finden Sie auch direkt unterhalb des Videos. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Kanal abonnieren würden und auch das nächste Mal wieder reinschauen, wenn wir hier einen Plattenspieler vorstellen. Bis demnächst.